Sehr geehrte Damen und Herren, wenn ich so in die Runde schaue, freut es mich sehr, dass Sie so zahlreich gekommen sind und die Zweiten, Berghosch, Sommersoyer, so großen Anklang findet wie das im Vorjahr. Was erwartet uns heute? Heute erwartet uns viele Talente in musikalischer Hinsicht, Vertreter Kärntens, über die Grenzen hinweg mit Vertretern von Dance Industry. Dann haben wir die bildnische Kunst haben wir vertreten mit Ihnen, Berghosch, und mit dem Gastkünstler Richard Politzka, die nicht nur unseren heutigen Abend hier bereichern, sondern auch die Kunstlandschaft in Kärnten. Und der dritte Teil dieser heutigen Veranstaltung, da nehme ich mir ein bisschen Zeit, das zu erwähnen. Und zwar letztes Jahr haben wir einen ganz jungen, sympathischen Mann unterstützen können, da habt ihr unterstützen können, den Marco Salda, Doppel-Olympiasieger bei den Paralympics, der gezeigt hat, man kann etwas mitbekommen bei der Geburt, gewisse Barrieren oder gewisses Hindernis, aber man kann sehr vieles ausmachen. Und der Marco sagt, dass er zeigt, er ist ein sympathischer, junger Geist, der sehr viele in Kärnten mit seiner natürlichen Art und Weise bereichert. Heute haben wir ein Thema, das viele uns auch irgendwo berührt oder wir dann Betroffene sind oder Angehörige, das ist Alzheimer. Und ich freue mich, dass ihr heute den Selbsthilfegruppe der Alzheimer dazu auserkoren habt, Erlöse, die von den Losen kommen. Ich hoffe, es werden ganz, ganz viele Lose verkauft und auch ein Viertel des Verkaufs der Kunstwerke der Alzheimer Selbsthilfegruppe Klagenfurt und vielfach zugute kommt. Alzheimer ist zu einer Volkskrankheit geworden, die uns in vielen Bereichen manchmal nicht berührt, aber dann, wenn wir Betroffene oder Angehörige sind, uns vor eine Situation stellen, wo wir nicht immer wissen, wohin. Die Selbsthilfegruppe der Alzheimer gibt Ihnen Halt, Orientierung und Unterstützung, damit Sie mit Ihren Angehörigen über diese Situation hinwegkommen, aber auch, und ich sage immer, man wird den Betroffenen nicht ändern können. Das Einzige, was man ändern muss und damit es dann leichter geht, ist die persönliche Einstellung. Und wenn das vorkommt oder das passiert, dann wird es Ihnen leichter gehen. Ich freue mich schon auf den Vortrag von der Hannelore Bacher und Annemarie Lackner, die Ihnen sicher einiges aus ihrer Arbeit erzählen werden und Ihnen mit der Gruppe sicher, wenn Sie betroffen sind, Orientierung geben. Zum Schluss möchte ich mich nochmals bei der Veranstalterin Berghosch bedanken für diese tolle Initiative, die Sie hier im heißesten Sommer setzen, auch als Engländerin. Und wie gesagt, nicht nur die Bilder sind auch eine Bereicherung, auch Sie sind eine Bereicherung für die Kultur, die Kunstlandschaft in Kärnten. Und ich wünsche uns allen einen schönen Genuss, kulturelle Unterhaltung, aber auch vieles Wissenswertes über eine Krankheit, die immer wieder mehr erforscht, würde ich sagen, und zur Kenntnis genommen wird. Schönen Abend. Thank you.
Dankeschön. Also ich muss sagen, ich bin Silvia, danke für die Einladung, dass wir hier da spielen dürfen. Ich bin persönlich betroffen mit einem Fall von Alzheimer in der Familie. Deswegen wollen wir das auch anliegen, da zu spielen. Und ja, das nächste wird fertig. 500 miles away. Alzheimer Selbsthilfegruppe für Villach und Frankfurt.
Und ich möchte jetzt zu der Bühne willkommen, Hannelore Pacher, danke. Und sie wird Ihnen ein bisschen etwas sagen über Alzheimer. Bitte, danke. Ich möchte so viele Gemeinsamkeiten und deswegen freut mich, dass wir unsere Gruppe heute vorstellen können. Ja, Alzheimer, ich habe mir ein paar Sachen zusammengestellt, weil ich bin nicht so, auch nicht so gut im Freireden. Alzheimer, die Diagnose löst bei Betroffenen und Angehörigen gleichermaßen Schrecken aus. Das ist eine ganz verständliche Reaktion, denn die Krankheit berührt den Menschen in seinem Innersten, in seiner Persönlichkeit. Ich habe da einen besonderen Satz, der mir immer wieder in Erinnerung kommt. Die Alzheimer-Krankheit, sie lässt die Vergangenheit verlöschen, zerstört die Orientierung der Gegenwart und nimmt die Betreuende in Klagenfurt 100 bis 110 Angehörige und in Villach 60 bis 70. Davon sind in Klagenfurt haben wir mit 70 laufend Kontakt und in Villach mit 40 laufend Kontakt. Also wir, unsere Gruppe, wir sind zu sechs, sind sehr, das ist alles sehr arbeitsintensiv. Und es sind natürlich auch sehr schwierige Gespräche dabei, wo wir aber immer wieder Unterstützung von Experten bekommen. Wir haben 150 Netzwerkpartner in uns Kärnten, das ist von Heimen, Notare, Ärzte, also wirklich von vielen, vielen Seiten bekommen wir Unterstützung und geben auch Unterstützung. Wir haben zum Beispiel 300 Telefonkontakte nur im ersten Halbjahr gehabt, davon sind 100 Angehörige gewesen. Und deswegen ist es sehr, sehr schön, dass wir heute sagen können, wir sind die Selbsthilfegruppe Alzheimer. Vielleicht braucht jemand von Ihnen einmal eine Unterstützung und erinnert sich daran, dass es da eine Gruppe gibt, die einmal im Monat im Pflegeheim Kreuzberger ihr Gruppentreffen hat und draußen liegen unsere Folder und Unterlagen auf, wo Sie unsere Nierendaten empfangen können, nehmen können. Danke vielmals. Ich bin vor einem Punkt geraten, wo es einfach nicht mehr gegangen ist. Es ist psychisch und physisch, habe ich es nicht mehr geschafft, weil da so viele negative Sachen vorgefallen sind, wo ich einfach nicht mehr weiter können habe. Und da ist mir von meiner Physiotherapeutin empfohlen worden, die Selbsthilfegruppe. Und das habe ich dann in Anspruch genommen, bin hingegangen. Und da muss ich sagen, da ist mir sehr, sehr gut geholfen worden. Und jetzt im Nachhinein weiß ich, dass ich vorhin so ziemlich alles falsch gemacht habe mit meiner Mutter, was man nur falsch machen kann. Und da habe ich dann in der Gruppe sehr viel Unterstützung bekommen und habe einen besseren Zugang gefunden dann zu meiner Mutter. Es ist dann irgendwie leichter gegangen. Und dann ist sie schwer gestürzt, im Krankenhaus etliche Brüche gehabt. Und dann bin ich vor der Wahl gestanden, Krankenhaus oder zu Hause mit 24 genau, Stunden Pflege. Mache ich jedes Jahr Survey. Das heißt die Survey, weil es ist eine Party. Das ist ein Fest vom Leben. Jeden Tag. Ich bin glücklich, dass es mir gut geht, dass ich gesund bin und jeden Tag sage ich Danke. Und, aber alle Ärzte sind so gut. Und, Entschuldigung, das ist emotional. Aber so, wir werden heute weiter eine schöne Feier haben. Mit Feuer, Feier. Und jetzt werden wir eine kurze Pause nehmen für 10, 15 Minuten. Dann können Sie bitte die Bilder anschauen. Da kommt eine junge Dame, Gott sei Liebe, sie kommt rundherum mit ihrer Lose. Und bitte tief in die Taschen hineingreifen, deine Taschen, nicht andere Leute Taschen. Und, so wie gesagt, ein Viertel von verkaufte Bilder von Podliska und mich gehen zu der Alzheimer-Hilfegruppe und auch die ganze Los und die Lose, auch bitte. So, wir treffen uns wieder für ein bisschen später und wir kommen in Tanzgruppen, ganz spektakulär, ein bisschen ein Hauch von Orient, und eine noch schöne Musik. Ja, und jetzt bitte der Buffet ist eröffnet.
und freut sich. Essen, trinken und sei glücklich. Und viel kaufen. Danke. So, jetzt von der Orient, wieder zurück.
und, oder Italien auch. Jetzt haben wir ein bisschen Italienisch, weil ich habe jetzt einen Freund von mir, der Boris. Und ich habe gesagt, Boris, wie soll ich deinen Namen aufschreiben? Ich habe gesagt, schreib bitte Boris. Okay. Dann habe ich Boris geschrieben. Und Boris wird jetzt ein bisschen Italienisch und ein bisschen was Lustiges singen. Da Boris. Da hat man einen Prinzen eingebaut mit einem Tickel of Humor. Ja. Das ist absolut nicht mein Ding, humoristisch zu sein. Yes, yes, you can. Mein Lieblingslied, was du gesagt hast. Thank you, yeah. So, jetzt bitte. Con la cuore, soffrivo, soffrivo. Io disse non è niente, ma mettivo. Piangevo, piangevo. Per te si fa tardi e già notte. Non mi tenere, lasciami giù. Mi disse non guardarmi negli occhi e mi lasciò cadere. Ballevo, merevo, catene non ha, il cuore non zingereva, finché troverà il braccio più verde che c'è lì, raccoglierà le stelle su di sé. E si fermerà, e si fermerà. L'ho visto tornando l'altra sera, rideva, rideva, mi strinse, non sapeva che il mio cuore batteva, batteva, mi disse stiamo insieme stasera, che voglia di rispondere, e che faremo se il cuore non zingereva, perché troverà il braccio più bello. So, und jetzt kommt das, was die liebe Sonja mir untergejubelt hat. Die liebe Silvia und Sonja. Humor, also ich kann nicht euch schlecht jetzt irgendwelche Wirtinnenlieder oder sonst etwas Zotenhaftes vortragen. So ist mir nichts anderes eingefallen, als wenn der Automat mitspielt. Ich glaube, das ist ein uraltes tschechisches Lied. Und ich glaube, die meisten Leute kennen die Tschechen. Und gesungen hat seinerzeit der Heinz Kondrat, bitte, und Peter Alexander, ist nicht nachgestanden, hat auch gesungen das Lied. Was ist bekannt geworden unter Feuerwehrbulka? Herr Kondrat, ich bin wieder einmal da. Was ich heute gern haben will, das ist ihr Fingerspitzenfrühe. Meine Haare sind so blöd, nicht so wie abgedreht, das wächst mir so zu.
Wassers klar, ich schmeck all draußen, aber in der Schwede laus, mach uns Bier, sie wissen es eh, mit sie her frisst eh, dann der Mann sie da schön, mach uns ein bisschen klapp, und leid das Kabel ab. Der Waldfleck frisst es Glück, auf ein schweres Gesicht. Stand by, stand by, stand by.